Hallo und herzlich willkommen zurück zur Sims 4 Full House Challenge. Und er hat einen Levelaufstieg. Mensch. Wir müssen aber noch so ein paar Kröten. Oh, wir haben ein paar Kröten zusammengekriegt. Wann haben wir das denn gemacht? Ist mir gar nicht aufgefallen. So, jetzt können wir aber hier schon das bessere Bett kaufen. Soweit ich weiß. Wir hätten das auch verkaufen können, hätten wir das, glaube ich, auch. Nee, doch nicht. Boah, es war noch 64 Simoleons wert. Ach, das kostet auch gar nicht so viel. Ich dachte schon. So. Moment, was haben wir hier gerade verkauft? Den Teppich. Ich wollte schon sagen. Das kam mir gerade schon ein bisschen skurril vor. So, er kriegt hier dann auch das Grünliche. Auch wenn das so ein Prinzessinnenbett ist. Aber weil das einfach diese unschlagbaren 10-10-10-Dinger hat. Und das nächste hier nur 8-5-5. Und die Leute hier produktiv werden können, sollte man das mal ausnutzen. Ist Jasmin Holiday eigentlich noch da? Nee, ne? Aber gut, das macht doch keinen Sinn, hier jeden Einzelnen hier immer anrufen zu lassen. Da hätte ich alles ein bisschen so in ein Stück aufnehmen müssen. Da habe ich keinen Bock drauf. Also, dann. Also, ich nehme zwar jetzt heute 4 Parts extra auf. Jetzt steht Olivia hier voll planlos rum. Also, ich werde heute zwar 4 Parts aufnehmen, aber ich glaube, man muss so um die 8 Parts dafür aufnehmen, um hier alle einmal rotieren zu lassen. Ach, sie kommt zu spät zur Arbeit. Ich wollte schon sagen. Warum gehen die denn nicht zur Arbeit? Gut, das ist jetzt ja eigenverantwortlich hier, ne? Die sind ja erwachsen, die guten Menschen. Oder Sims, besser gesagt. Wenn die da nicht zur Arbeit gehen wollen, dann ist das halt so. Ja. So, Lucien hat ein komplettes Buch geschrieben. Wow. Großartige Geschichten für kleine Erwachsene oder so. Stimmt, er könnte die Bücher mal veröffentlichen. Das wäre mal eine Idee, ne? So, aber er ist einfach so mega müde, dass wir ihm nach dem Buch hier aufs Klo gehen lassen. Wir verkaufen das an einen Verlag. So. Dann kriegt der vielleicht auch diese Tantiemen und dann passt das. Jetzt haben wir natürlich nichts mehr. Ja, wir haben noch einen Wirbelblumenfrosch. So, er kriegt jetzt aber nichts mehr. Was wollte ich sagen? Verdammt. Ich bin so alt. Ach, zu essen. Hier, zu essen. Da. Doch, sie kocht was. Das ist schön. Was macht sie da? Okay, nimm dir davon was. Negativ bewerten. Der ist ja geil, ey. Geht in die Küche, anstatt sich zu freuen, dass sie gekocht hat. Oh, das sieht echt nicht gut aus. Oh, das war nur eine Mahlzeit. Sag mal, was stimmt denn nicht mit dir? Ja, dann nimm dir halt eine Mikrowellenmahlzeit oder so. Mikrowellen. Oh, Hähnchen-Nuggets. Das ist natürlich auch geil. Ja, und halt auch nicht den aktuellen Kanal schauen. Kanal wechseln. Nee, das bringt nicht, was wir haben wollen. Kochkanal, mein Lieber. Kochkanal. Dann kriegst du gleich Spaß mit dazu und die Welt ist schön. Und dann kannst du nämlich schlafen gehen. Also erstmal beanspruchst du das Bett mal wieder und gehst dann schlafen. Lecker. Nicht, dass sie alle voll die geile Kochfähigkeit haben. Nein, er muss sich erstmal so ein Billiggericht hier reinschaufeln. Jetzt geh einfach schlafen, weil sonst fällst du noch um. Ja, wenn du das getan hast.
Darfst du hier mal bewässern? Den Käfer einsprühen? Manchmal funktioniert dieses Gartenpflegen hier nicht ganz so gut, deswegen mache ich das nicht. Muss ja irgendwo noch jäten? Weiß ich nicht. Wir machen das aber mal im Nachhinein noch. Dann darfst du mal säubern. Das sieht doch normal aus. Aufräumen, den negativ bewerten erstmal. Aufräumen. Nicht dein Ernst, oder? Jetzt schlaf mal auf dem Boden vernünftig, damit wir dich jetzt ins Bett legen können. Ey, meine Herren. Meine Herren. Monster unterm Bett einsprühen. Wenn mein Kind neben mir steht in irgendeiner anderen Challenge, kann ich das nicht machen. Aber Lucien kann das machen, obwohl nicht mal ein Kind im Haus ist. Danke, Spiel, danke schön. Ich bin dir sehr verbunden, Spiel. Ja, gehst jetzt mal ins Bett, bitte. Danke schön. So, bewässern, den Käfer einsprühen, im Garten pflegen, säubern, aufräumen und dann kannst du ein Gourmet-Menü zubereiten und zwar so einen Salat für 8 Leute. Und vielleicht machst du dann auch alles vernünftig, wir werden sehen. Mein, von der Blase sollte er jetzt nicht unterbrochen werden unterwegs. Und mit Lilly machen wir gleich mal die Freunde der Sauberkeit oder so. Ja, Lilly ist erstmal arbeiten. Das ist natürlich ein bisschen blöd, ne? Wir warten gleich, wenn wir eh bei ihr sind, dass wir sie dann fleißig arbeiten schicken. Aber mit ihr können wir die Gruppe auf jeden Fall gleich erstellen. Und dann nehmen wir da irgendwie mal rein, dass so Hausarbeit mit dabei ist. Sachen reparieren. Keine Ahnung, Wäsche waschen. Mal gucken, ob das jetzt mittlerweile mit dabei ist. Oh, es gibt ja so coole neue Packs. Also einmal dieses, ich wollte es Azteken-Pack nennen, aber dieses Abenteurer-Teil, wo man irgendwie reisen kann oder so. Nenne ich das jetzt einfach mal. Und dann kommt jetzt ja irgendwie am 13. März, also heute zum Beispiel der 10. März. Und am 13. März oder so kommt ja dieses Kleintier-Pack raus. Das ist schon cool. Wenn ich das Geld hätte, würde ich es mir kaufen. Aber es ist ein bisschen schlecht. Du bist echt super, ne? Damien. Der furzt hier voll rum, das interessiert hier keinen. Oh Leute, ihr müsst mal Sport machen, ey, wie ihr ausseht. Das geht so nicht. Ihr könnt hier euch nicht so gehen lassen. Also ehrlich. So, nach diesem Part nehme ich ja noch einen auf, aber ich werde mir dann nochmal kurz meinen Saft zusammenmischen. Das klingt ein bisschen cool, ne? Ah, dieser geile. Traube Aronia Heidelbeere von Hohes C. Hust keine Werbung. Hust. Sie ist angespannt. Alter, du bist auf einer sportlichen Arbeit und du hast nicht genug Training. Bist du nicht sogar Bodybuilderin auf der Arbeit? Aber nein, man hat da nicht genug Training. Nein, das nee. Also man sieht schon, Lucien ist schon wieder wach und deshalb wurde er erst um 5 ins Bett gegangen ist oder so. Also diese Betten, die hauen rein. So, wir müssen für sie auch so eins kaufen. Das ist jetzt ein bisschen, da müssen wir uns mal ranhalten, dass wir dann für jeden Tag irgendwie 10.000 Simoleons anschaffen, ranschaffen, wie auch immer. Dass die dann diese Megabetten kriegen. Allein für die, wollte gerade Gesundheit sagen, allein für die. Ja, für diese ganzen Pluspunkte, die das hat, also dieses 10, 10, 10 mit Schlafmildern, Unbehagen. Also, es sieht schon schön aus hier, ne? Ich fände es cool, wenn das mehr öffentliche Welt wäre, als nur dieser kleine Bereich. Wie in Sims 3, das war schon echt cool. So, Lilly ist dann auch mal zu Hause. Mensch. Dann geh doch mal erfrischend duschen.
Sie muss sogar noch eine Fitnessfähigkeit da sich erhöhen. Charisma hat sie sogar schon ein bisschen besser abgeschnitten. Du sprühst hier noch die Käfer ein, ne? Oh, ich hasse das, dass einfach alle sofort Käfer haben. Das geht mir so auf den Geist. So, dann darfst du jetzt mal Mittagessen servieren und zwar Grillkäse einfach. Das geht nämlich ziemlich schnell. Und es ist vegetarisch, das heißt, du kannst es essen. Oh, ich bin schon auf die Einfamilienhaus-Challenge gespannt, wenn die Kinder da mal so groß sind, also unser Buddha-Typ, dass er mit der Nachbarin zusammenkommt und dass dann voll die Ökos werden. Da freue ich mich schon aufs Haus. Das wird echt eine Herausforderung, das zu gestalten, glaube ich. Ich glaube, ich brauchte einfach einen ganzen Stream, um das überhaupt zu gestalten, so wie das dann aussehen soll. Ja, und dann darfst du dir den Kochkanal dazu anschauen. Welch Wunder. Level 7 der Schelmfähigkeit. Mensch. Ruf dir mal den Typen herbei. Oder auch nicht. Auf jeden Fall musst du noch jemanden anleiten beim Training. Das finde ich irgendwie auch blöd. Ich meine, sie ist ja nicht mal Fitnesstrainer, sondern Bodybuilder in ihrer Karriere, oder? Da, Bodybuilderin. Buddy. Baddy. Bodybuilderin. Und dann muss die Leute trainieren. Fitnessbetreuung. Finde ich echt blöd irgendwie. Okay. Energiegeladenes Training. Was man halt so macht. Sie ist sehr energiegeladen. Jetzt hör mal auf, Fernsehen zu gucken. Energiegeladen den Kochkanal schauen. Das ist bestimmt auch sehr spannend. So, wer von den dicken Menschen ist denn da? Claire. Claire zu energiegeladenes Training einladen. So, es hat Claire nämlich nötig. Zu unterrichten. Lilly, jetzt steh mal auf. Du musst jetzt hier Leute unterrichten. Ey, gleich ist Claire fertig, ne? Bevor du sie unterrichten konntest. Sie ist wieder hingestellt. Sieht immer so geil aus. Ich bin noch nie so vom Laufrad, sag ich schon, vom Laufband gefallen. Ich muss sagen, ich hätte gern solche Fitness-Sachen zu Hause. Und ich würde da auch einfach mal eine Runde drauf rumlaufen oder so Gewichte heben oder so. Dann gehst du noch mal Training machen. So, dann darfst du sie einladen. Böse Lebensweise, was? Nicht zu denen. Oh, du sollst sie dazu einladen. Okay, wir haben ja noch andere Menschen hier, ne? Zum Beispiel Viktor. Mit geschwellter Brust laufen. Dann kommt Viktor jetzt vorbei. Du stehst jetzt mal auf und unterrichtest ihn. Entmutigen auf jeden Fall. Das ist eine echt gute Fitnessbetreuung. Der läuft wie so ein Trottel. Ja. Der Spaß dabei. Da dieses sexy, ausgeschlabberte, leierte Hemd. Wenn er schon Sternchen sieht. Ich würde ja nicht einfach weitermachen, aber gut. Jetzt hör bitte nicht Feuer auf, Viktor. Sie braucht noch ein bisschen. Nein. Nein. Okay. Ausdauerlauf. Machst du halt einen Ausdauerlauf? Doch nicht. Jetzt machst du aber einen Ausdauerlauf.
Dass die sich dabei so dehnen. Merkwürdig. Aber eigentlich sollte sie ja zumindest nicht mehr hinklatschen, oder? Sie könnte auch mal einen schöneren PC vertragen. Hier noch Dreck im Inventar. Der Cäsarsalat von Olivia. Von Anno Tuck. Wie man so schön sagt. Halt, stopp. Gehst mal aufs Klo. Und dann machst du schweres Gewicht heben und gehst an die Grenzen. Du wohldefinierte körperlich Dingsfrau-Typ, sonst was. Ja. So. Bin mal gespannt, wann wir so die Ziele erreichen. Ich meine, gerade im Erwachsenenalter haben die ja auch noch Zeit dafür. Den Lebenstraum habe ich ja auch zum Beispiel schon gut erfüllt bekommen. Joggen gehen. Stimmt, das kann sie auch machen. Joggen gehen. Hör mal damit auf, geh joggen. Dann kriegst du hier deinen Lebenstraum langsam erfüllt. Oh ja, diese Motivation, die sie dabei hat, ne? Wo lang geht sie denn joggen? Hier hinten. Sie fliegt dabei, ne? Seht ihr das? Also, ist schon geil. Maximales körperliches Potenzial des Sims erreichen. Aha. Ja, dann. Oh, wir können wieder ernten, das ist gut. Dann ernte mal. Damit du nämlich jetzt das gute Bett kriegen kannst. Das ist ja schon der letzte Teil, oder? 3 von 4. Nee, nicht ganz. Langlebig. Das Merkmal langlebig beschert Sims ein längeres Leben ohne irgendwelche Unfälle. Der Garten wird richtig ausgenommen. So, dann kannst du schon mal hier hinlatschen. So, dann werden wir jetzt das mal verkaufen. Das Bett verkaufen. Den Gammel-PC verkaufen. So, das gibt es ja auch in Blau. Ja, da sieht das auch nicht schlecht aus. Das passt hier auch gut rein. So. Und noch einen vernünftigen Computer. Mensch, was die Sims hier alles haben, ne? So, dann darfst du jetzt mal das Bett beanspruchen und schlafen gehen. So, nochmal zur Sicherheit automatische Lichter mal anmachen hier. Anmachen. Ich wollte gerade sagen, der Fernseher läuft nachts um 3 von alleine überhaupt nicht gruselig, aber dann habe ich Viktor gesehen, dass der nachts um 3 nach unten geht, um Fernsehen zu gucken, statt das einfach bei sich im Zimmer zu machen. Dann nimmst du dir mal eine erfrischende Dusche. Und der Garten möchte gepflegt werden. Aber sie muss ja wieder zur Arbeit, oder? Okay. Dann geh halt nicht schlafen. Nimm dir mal einen Urlaubstag. Dann gehst du schlafen. Alte, du sollst den Urlaubstag nehmen. Jetzt hat sie endlich einen Urlaubstag und jetzt gehst du schlafen. Dass hier alles unterbrochen wird, ne, meine Herren. So. Ich sage aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.